So, gucken wir uns mal kurz das Video von Ron an. In dem Video geht es um Konsolensupport und wie lange das noch dauert. Und scheinbar, so wie es aussieht, hat Ron da wohl ein paar Informationen. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Konsolensupport, was dauert da so lange bei Asetek, Moser Racing und den anderen? Eine der meistgestelltesten Fragen in meinem Kanal und in diesem Video möchte ich euch einige Infos dazu mitgeben. Ich habe mit Entwicklern gesprochen und habe einige Hintergrundinfos für... Oh, das ist Kasper, der ist super lieb. Ganz, ganz toller Mensch von Asetek, habe ich letztes Jahr persönlich kennengelernt. Klasse Typ von Asetek. Kasper, schöne Grüße, hallo. Euch parat. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Kapitel Nummer 1, die Ausgangssituation. Als Consoleros seid ihr Stand Ende 2023 immer noch auf die drei üblichen Verdächtigen namens Logitech, Craftmaster und Fanatec angewiesen. Doch auch hierbei gibt und gab es Lücken im System. Erinnern wir uns zurück an Fanatec, wo es jahrelang keinen PlayStation-Support mit den Clubsport, CSW, V1 und V2 Wheelbases für Konsolen gab und auch mit dem Elite-Release dauert es lange, bis ein PlayStation-Support am Start war. Bei Thrustmaster warten wir nun seit über einem Jahr auf Konsolenunterstützung im Direct-Drive-Segment mit der T818 Base. Logitech bietet mit dem G Pro beide Lizenzen, aber dafür werden auch zwei Sätze nötig. Und Fanatecs Podium F1 PlayStation ist nicht mehr am Markt. Auf die CS DD Plus warten wir nach wie vor. Testmuster für Reviewer gibt es immer noch keine, um euch bei potenziellen Kaufentscheidungen weiterhelfen zu können. Wo also hakt die Sache und warum kann das alles so lange dauern und warum tut sich bei Asetek, Moser Racing, Simagic, Simiacube noch nichts in Sachen Konsolensupport? Darüber sprechen wir im nächsten Kapitel mit dem Titel Du gehst bei Sony nicht durch eine Tür und sagst dann, hey, ich bin jetzt da und mache eine Wheelbase mit PlayStation Support. Ja, ein langer Titel für ein Kapitel, aber der sagt das aus, was ich euch jetzt erzählen kann. Bittet hier um Verständnis, dass ich manche Dinge aufgrund von Verschwiegenheitsethik sozusagen nicht beim Namen nennen kann und darf, aber ich versuche euch trotzdem einige Infos, Hintergrundinfos mitzugeben, soweit ich dies eben kann. Erster Punkt ist, du musst als Firma überhaupt mal einen Kontakt zu Sony rankommen. Und glaub mir, das ist extrem schwierig, wenn du als neues Unternehmen, sozusagen Startup, die Simracing-Bühne betrittst. Ich habe mit einem derzeit sehr stark aufstrebenden Unternehmen am Simracing-Markt gesprochen und kann euch berichten, das sind valide Hintergrundinfos, dass dieses Unternehmen alles parat hätte, um mit dem PlayStation-Support sofort loslegen zu können. Gespräche mit Sony wurden geführt, Produkte vorgestellt, alles besprochen und seit Monaten kommt von Sony keine Antwort, keine Freigabe und eben kein Chip, der vonnöten ist, um eine Wheelbase in Sachen PlayStation zu zertifizieren. Das ist übrigens die Regel bei aller Hardware, ne? Also sobald du auf jemand anderen angewiesen bist, also das ist selbst beim Reviewen ist das genau dasselbe in grün, ne? Egal mit welcher Firma du redest, du wartest Monate auf eine Antwort. Ich warte übrigens seit letztes Jahr auf eine Antwort von einer Firma, der ich geschrieben habe. Mittlerweile habe ich schon dreimal noch eine Erinnerungsmail geschrieben, aber da kommt einfach keine Antwort. Das ist relativ normal. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber Firmen sind, ich glaube, das bedeutet einfach, wenn man das übersetzt, wir haben nicht ganz so viel Interesse an dir, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dieser Umstand äußerst frustrierend für ein Unternehmen, da diesbezüglich natürlich viel Vorleistung und sozusagen Geld in ein Projekt fließt, geflossen ist und bis dato noch nichts dabei rumgekommen ist. Und genau an dieser Stelle haben kleinere Unternehmen, die nicht diese Budgets haben, ebenso auch nicht die nötigen Ressourcen dran zu bleiben, beziehungsweise geben dieses Vorhaben bereits sehr früh auf oder beginnen erst gar nicht damit. Welche politischen Gründe dabei noch einfließen, wenn Logitech und Fanatec als Sony PlayStation Platzhirsche im Boot sind? Das kann ich von hier natürlich nicht beurteilen, das wäre reine Spekulation. Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel, Zugeständnisse und ein sehr enges Korsett. Kommen wir wieder zurück zum Thema Fanatec. Erinnert euch an diesen Fanatec CSL Elite Release? Lange hat's gedauert, bis ein Bundle, welches PlayStation lizenziert wurde, auf den Markt gekommen ist.
Und ihr habt euch dann sicherlich gefragt, warum ihr über ein Jahr lang dann ausschließlich als Bundle, sprich mit einem beigepackten Lenkrad, auf Sonys Konsole loslegen konntet. Und hier sprechen wir von harten Vorgaben, die ein Unternehmen wie Sony an seine Partner rausgibt. Erfüllst du diese nicht, gibt es keinen Chip und keine Lizenz von Sony und Bundle. Und das wäre jetzt übrigens, wenn ich das gucke, der nächste Grund, warum ich nicht auf der Konsole fahren würde. Fanatec hat nach Sonys Vorgaben dann ein Lenkrad designt und dieses wurde dann im Bundle mit dieser CSL Elite Wheelbase angeboten. Den Aufpreis für dieses Wheel musstet ihr lange mitbezahlen, auch wenn ihr lediglich eine Standalone Wheelbase benötigt hättet. Fanatec wusste dies klarerweise, aber that's part of the game. Und so hat Fanatec weitergearbeitet um damals eine CSL Elite als Standalone PlayStation Wheelbase auf den Markt bringen zu können, zu dürfen. An der Stelle, weil es gerade im Chat gekommen ist, das Todesurteil für Simracing auf der Konsole. Auf der Konsole hast du auch nicht viele Optionen. Was Simracing angeht, du könntest ACC fahren, was aber bockenalt ist, und dann hört es auf. Weil du hättest jetzt noch Forza, hast du noch im Angebot auf der Konsole, Gran Turismo, und also Formel 1 zähle ich jetzt mal nicht dazu. Also für richtig reines Simracing ist die Konsole auch ehrlich gesagt gar nicht ausgelegt, um dir das volle Erlebnis zu bieten. Also du hast ja nicht mal wirklich einen sehr guten, bis auf jetzt Gran Turismo, ne, das ist ja schon seit Jahren da, hast du ja auch nicht wirklich sehr guten, ausgelegten Multiplayer dafür. Und auch hier kann ich euch Infos aus einem sehr langen, tiefgehenden Gespräch mit Fanatec mitgeben. Das funktioniert dann nicht so, dass Sony sagt, okay Leute, jetzt dürft ihr eine lizenzierte Base Standalone auf den Markt bringen. Und Fanatec sagt dann, super, dann nehmen wir das Wheel aus der Verpackung, machen diese Verpackung etwas kleiner und senden euch eine Standalone Sony PlayStation zertifizierte Base. Nope, Leute, so läuft dies nicht. Eine Standalone Base, auch wenn diese unverändert bleibt, muss wieder den langen Weg der Sony-Freigabe durchlaufen. Mit Präsentationen, Terminen, Schriftverkehr und diesem ganzen Zirkus drumherum, der sich über Wochen, Monate und vielleicht über ein Jahr zieht. Und sowas dauert, ist anstrengend und kostet eben Geld für ein Unternehmen. Könnt ihr jetzt vielleicht nachvollziehen, warum es mit dem CSL DD 5.8 Newtonmeter Release gedauert hat, bis endlich eine DD Pro an den Start ging? Warum musste die DD Pro optisch angeglichen werden? So, aber an der Stelle ist ja dann wieder die Frage, denn warum kommunizierst du das als Unternehmen denn nach draußen? Denn wartet ja keiner. Wenn keiner weiß, dass es kommt, dann wartet ja auch keiner. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Wenn nicht angekündigt wird, Produkt so und so kommt da und dafür, wenn das nicht angekündigt ist, dann wartet ja keiner der Kunden. Werden mit blauem Ring an der Rückseite und etwas anderer Form. Warum gab es diese ewig lang nur als Bundle mit einem Lenkrad, welches viele nicht dazu kaufen wollten? Sicher nicht, weil Fanatec Bock drauf hatte. Glaubt mir, vielleicht ist euch jetzt klar, warum es nie eine Podium F1 DD1 Base gab ohne das Formula Lenkrad im Sony Blau Design mit einem APM, welches viele von euch vielleicht gar nicht benötigt hätten, aber mitkaufen, mitbezahlen mussten. Die sind halt alles, wie erklärt, Vorgaben von Sony, um das eigene Markenbranding auf andere Produkte zu übertragen und mit Zubehör wie Lenkrädern finanziell noch zusätzlich mitschneiden zu können. Logitech hat hierbei sichtlich andere Verhandlungspositionen, aber macht halt das, was kein modular ausgerichtetes Unternehmen an den Start bringen will. Möchtest du bei Logitech mit PlayStation und Xbox parallel unterwegs sein, ein Direct-Drive-System am Start haben, dann heißt es, diese zwei kompletten Systeme zu kaufen. Sprich, dann wird für Konsolen-DD mit einer 11 Newtonmeter G-Pro-Base, Videos kennt ihr aus meinem Kanal, zweimal der Betrag von 1099 Euro fällig. Soll heißen, du legst dann 2200 Flocken auf den Tisch, um dann auf Konsole mit Gran Turismo und parallel mit Forza unterwegs sein zu können. Und noch blöder, du hast dann zwei gleiche Lenkräder im Schrank mit einem etwas anderen Branding, für die du dann auch sinnloserweise mitbezahlt hattest, da eben wiederum Bundlezwang. Und jetzt fragt ihr euch, was denn mit dem langjährigen Konsolenpartner Thrustmaster los ist. Genau das Gleiche, über was wir eben geredet haben, und die Hürden sind wieder einmal offensichtlich riesengroß, und so wartet die Thrustmaster Community seit gefühlten Ewigkeiten auf eine T818 Direct Drive Wheelbase. Auch diese habe ich für euch reviewed. Und lasst mich wetten, dass es auch hier wieder einen Bundlezwang mit einem Lenkrad mit Sony-Vorgaben geben wird. Und wie sieht es aus mit dem Xbox- bzw. Microsoft-Support?
gleich wie bei Sony, aber nicht ganz so kompliziert in Sachen Lizenzfreigabe und Branding. Trotzdem schwierig und langwierig, und so kommen wir zum nächsten Kapitel: Warten oder den nächsten Schritt machen. Warten oder den nächsten Schritt machen. Warten kannst du immer im Leben. Ich bin eher der Typ, der lieber Spaß am Hobby hat, als auf irgendwas oder auf irgendjemanden warten zu müssen. Und wie nun ausführlich beleuchtet, seht ihr, dass die Sache mit dem Konsolen-Support einige Komplikationen mit sich bringt, wenn man sich weiterentwickeln will als Simracer. Im zu Ende gehenden Jahr 2023 kann ich euch noch einmal erinnern, dass ein aktueller PC mit Windows 11 Betriebssystem genauso einfach zu bedienen ist wie das Smartphone in deinen Händen, mit dem du jetzt wahrscheinlich gerade dieses Video anguckst. Auch an meine älteren Semester, ich gehöre dazu, ich bin 47 Jahre alt, Stand heute, geht die Info raus, dass ihr die Scheu von den damaligen PC-Hürden der 1990er Jahre endgültig begraben solltet. Ja, ich hatte diese Hürden auch damals und habe mit Atari, Amiga 500 und so weiter begonnen. Das ist alles Geschichte. Glaubt mir an dieser Stelle, es hat sich so viel getan mittlerweile, und du holst dir um knapp 1000 Euro einen schön zusammengebauten Fertigrechner von MIFCOM, Alternate oder einem anderen Anbieter. Zu Hause packst du das Ding aus, drückst den Knopf und gibst das ein, was du auch auf einem Smartphone machen musst, wenn du dieses neuen Betrieb nimmst. Dann installierst du dir mit einem Klick eine Spieleplattform wie beispielsweise Steam und kaufst dir die Spiele so, wie du dies im PlayStation Store gewohnt bist. Da ist kein Unterschied dabei, glaub mir das. Und hast du immer noch Angst? Also da würde ich an der Stelle ein ganz kleines bisschen widersprechen, denn so einfach ist es am Ende nicht ganz, weil das noch ein bisschen komplexer ist als nur installieren. Also ja, kannst du machen, dann hast du aber nicht dieselbe Experience, wie du sie eigentlich haben könntest. Also der Rechner so 1000 Euro ist okay, ne? Das würde schon gehen. Also gerade wenn du iRacing fährst, kannst du ja auf den Toaster fahren zum Beispiel, aber wer fängt denn da mit iRacing an? Ne? Willst ja nicht nochmal für 1000 Euro einen Rechner kaufen und für 1000 Euro Content, Kapi. Es ist dennoch nicht mehr so eine große Hürde, weil du halt so viele Reviewer hast und Content Creator, die dir eigentlich alles, wirklich alles vom Kleinstes bis ins Größte zeigen, klicken, machen, also es ist wirklich nicht mehr schwierig. Und auf der Konsole fahren, damit limitierst du dich wirklich nur selber. Also an der Konsole limitierst du dich wirklich selber so sehr, was Hardware angeht, was Sims, also was Spiele angeht, dass es wirklich nicht wirklich, es ist nicht empfehlenswert. Diesen Schritt zu gehen, besuche mich hier in meinem Testcenter in Salzburg und lasse dich gerne von mir beraten. Viele meiner Kunden haben mittlerweile Goodbye Konsole und Welcome PC gesagt und sind damit mega happy. So viel kann ich euch sagen. Das Warten hat ein Ende, Bundlezwänge gibt es keine, und du steckst am PC das an, was du eben möchtest. Du kombinierst, was du möchtest. Das Rig an der Seite sieht übrigens sehr geil aus. Das ist, glaube ich, von Get Closer Racing. Zum Beispiel an meinem Simlab Rig laufen derzeit Simgrade Pedale, eine Moser Racing R16 Wheelbase, wie ihr hier hinten sehen könnt, oder ein Cube Controls Lenkrad fröhlich mit Adapter parallel miteinander, und ich freue mich immer, keine Einschränkungen, keine Hürden in der Wahl meiner Komponenten zu haben. Und ja, ein guter Einstiegs-PC kostet 500 Euro mehr als eine Konsole. Oder auch noch mehr, wenn man dies eben möchte. Aber diesen Preisaufschlag wirst du dir umgehend wieder hereinholen. Stichwort Bundlezwänge und Preisaufschläge für die Konsolenmarsch. Da holst du dir die Kohle wieder rein, ich kann euch dies versprechen. Nächster Punkt ist ein deutlich besseres Force-Feedback-Verhalten auf dem PC, wenn du gleiche Spiele von Konsole und PC miteinander vergleichst. Als Simracing-Fan wirst du dann auch in den Genuss von Spielen kommen, die es nicht auf Konsole gibt. Will ich dich jetzt zum PC überreden oder gar missionieren? Nein, keinesfalls, ich will dir nur Möglichkeiten aufzeigen. Rührt Ron Reviewed keine Konsolen mehr an? Auch diese Frage kannst du mir stellen. Nein, ich besitze eine PS5 und eine Xbox Series X. Die meiste Zeit bin ich aber auf PC unterwegs, wenn es um Simracing geht, und verwende meine Konsolen dann eher für Exklusivtitel auf der Konsole, die ich auch ab und zu neben Simracing spiele,
oder für Kunden in meinem Testcenter, die Konsolen-only unterwegs bleiben möchten. Ich persönlich halte auch gar nichts von den ganzen Grabenkämpfen der unterschiedlichen Lager, Xbox versus PlayStation versus PC. Diese Streitereien, die interessieren mich Nüsse. Ein PC, eine PlayStation und eine Xbox können ganz friedlich nebeneinander auf demselben Regal bei dir zu Hause stehen und du greifst dann einfach zu dem System, das dir gerade am meisten zusagt. Nur mit der Prämisse, dass halt PlayStation im Grunde genommen viel teurer ist am Ende. Leider. Sperre keine Optionen für unser geliebtes Simracing-Hobby aus, so mein Tipp. Auch als PC-Fanboy drehe ich immer mal wieder gerne eine Runde Gran Turismo, so viel dazu. Und zum Schluss seid ihr am Zug. Bitte postet in den Kommentaren unter diesem Video, was ihr von den soeben erwähnten Punkten haltet. Bist du auf Konsole oder PC unterwegs oder auf beiden? Wirst du umsteigen oder lässt du die Sache lieber bleiben? Wenn ja, warum? All dieses und vieles mehr interessiert mich wirklich brennend. Darum habe ich dieses Video gemacht, um etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Abonniere diesen RonReviewed-Kanal bitte nur dann, wenn du dies wirklich möchtest. Ansonsten spar dir den ganzen Stress mit Abos, Glöckchen und Tralala und dieser ganzen YouTube-Werbung, so mein Tipp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Liebe Grüße, euer Ron. Danke, Ron. Also ein paar Sachen würde ich schon... Warum habe ich Ron nicht abonniert? Aber Ron, siehst du, ich habe mich dazu jetzt entschlossen, dich zu abonnieren. So, siehst du? Ich habe mich dazu entschlossen, Ron zu abonnieren, weil Ron ist gut. Nichtsdestotrotz muss ich, also nicht muss ich, sondern möchte ich darauf aufmerksam machen, dass man sich sehr, 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 sehr arg hart limitiert, was Konsole angeht. Leider. Und es ist auch nicht mehr so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Das war ein bisschen komisch jetzt. Ja, also ich meine, ich würde jetzt am Ende auch nicht sagen, abonniert mich einfach nicht und den ganzen Kladderadatsch, weil... Also ich denke mal, das ist nicht Ron sein Haupteinkommen, also mit dem er sein Geld verdient. Deswegen wird er das wahrscheinlich auch so sagen. Würde ich mal vermuten.